herzlich willkommen zu meiner neuen Create Show. Aus aktuellem Anlass wird dieses Video sogar von Anfang an aus der Reihe tanzen, weil eigentlich moderiere ich gar nicht so gerne. Aber ausgewöhnliche Situationen fordern außergewöhnlichen Maßnahmen und vielleicht schaffe ich es eines Tages ja über mich hinauszuwachsen und endlich zu lernen, vor der Kamera zu sprechen oder vor Menschenmengen zu sprechen. Irgendwann muss ich das ja mal lernen. Worum es in meinem Video geht. Und zwar um Tipps bei Langeweile, weil ich sehr viel zurzeit lese, dass so viele Menschen, die gerade nicht arbeiten gehen dürfen oder, naja, wie gesagt, zu Hause bleiben sollen zum größten Teil, dass sie gar nicht wissen, was sie den ganzen Tag nun anstellen sollen. Und viele schreiben, dass ihnen außer Netflix oder Hausputz nichts mehr einfällt. Ja, und deswegen dachte ich mal, mache ich doch mal ein Video, weil, okay, ich sage es jetzt einfach. Ich habe eine soziale Phobie. Und deswegen habe ich schon sehr viele Wochen, Monate einfach alleine verbracht. Klar, ich war schon mal zwischendurch draußen, ganz so schlimm war es jetzt nicht. Aber trotzdem habe ich schon sehr viel Zeit alleine verbracht und eigentlich, ja, mir fällt auch so vieles ein, dass ich sogar auch Zeit für mich brauche immer wieder. Auch wenn ich mittlerweile schon rausgehe und ganz viele neue Freunde kennengelernt habe und so, ne? Aber ich brauche für mich trotzdem immer viel Zeit manchmal, also so Phasen, weil mir einfach so viel einfällt, was ich gern tun möchte. Und das möchte ich jetzt mit euch teilen. So, mein schlauen Zettel. Ich versuche mich sehr, sehr kurz zu fassen jetzt, damit es nicht so ein langes Video wird. Und zwar, Tipp Nummer 1. Rätsel lösen. Mach doch mal Rätsel oder Gehirnjogging. Es gibt ja diese Hefte, wo man ein bisschen rumkritzeln kann oder Heftchen, wo man sein Gedächtnis trainieren kann. Sudoku, Kreuzworträtsel, was auch immer. Und man lernt sogar Neues dabei. Und wenn man Dinge nicht weiß, kann man die googeln und ja, hat Neues gelernt. Als nächstes habe ich, mache Sport zu Hause. Egal was für eine Sportart du machst. Ich denke, dass man fast jede Sportart zu Hause machen kann. Und wenn es nicht geht, wie zum Beispiel Fußball, weil sonst macht man ja alles kaputt mit dem Ball zu Hause, kann man es mit einer abgewandelten Form machen. Und zwar, ich muss mal einen Gang runter. Und zwar zum Beispiel, es ist zwar nicht das Wahre, aber man kann es zum Beispiel mit einem Softball spielen oder mit einem Luftballon. Dann macht man irgendwie irgendein neues Spiel daraus. So, zum Beispiel, wenn man ins Fitnessstudio geht, kann man sich viele YouTube-Videos oder was auch immer für Videos anschauen und zu Hause trainieren. Gerade viele Sachen, die man im Fitnessstudio macht, kann man auch ohne Geräte machen. Zum Beispiel Sit-Ups, Liegestütze oder auf der Stelle laufen, wobei man darf hier noch draußen joggen gehen, vor allem in der Natur. Wie auch immer, man kann auch Yoga zu Hause machen, man kann tanzen, Spiele spielen. Ja, da komme ich schon zum nächsten Punkt. Macht Brettspiele mal zur Abwechslung, wenn ihr schon genug vom Bildschirm habt. Ganz viele Spiele spielen, gerade Menschen, die Kinder haben. Ihr habt jetzt so viel Zeit mit euren Kindern, nutzt die doch. Weil gerade Alltagsstress findet man ja wenig Zeit dafür. Da kann man das total nutzen. Natürlich kann man auch PlayStation spielen oder PC-Spiele. Ne? Spielen geht immer. So. Gerade weil viele Vereine zurzeit geschlossen haben müssen oder Theater geradezu haben, geben gerade viele Online-Seminare oder machen gerade Online-Live-Shows. Total interessant, kann man sich mal reinschauen, googeln, welches Theater macht so etwas. Oder Marc Meismar, dieser Choreograf, bietet gerade Online-Seminare an. Ich glaube, ich mache mal den Link unten hin.
Es geht aber über ein Tanzstudio, wo gerade sehr viele Online-Workshops machen. Da kann man tanzen lernen, mitmachen, schauen, wie weit man ist. Generell in YouTube schauen, dass man irgendwie, da geben so viele Techniktipps, egal ob es Tanzen ist. Man kann auch vielleicht lernen, den Zauberwürfel zu lösen. Oder gehe deinen Hobbys nach. Was für ein Hobby du auch immer hast, mach es einfach zu Hause. Wenn es sowieso zu Hause geht, ja super. Solltest du vielleicht keine Hobbys haben? Oder vielleicht so sagen, merken, irgendwas fehlt noch in meinem Leben privat. Dann kannst du dich ja jetzt, ist genau die Zeit dafür, dich einfach mal zu informieren. Gibt es Vereine in deiner Stadt, in deiner Umgebung? Genau, kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich mache Pläne für die Zeit nach der Kronenzeit. Wenn du dich dann informiert hast über die Vereine, kannst du die nach der Kronenzeit dir mal anschauen oder Seminare oder was auch immer. Mache Pläne. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ansonsten, das kommt auch noch später in einem Video bei Tipps gegen Einsamkeitsgefühlen, aber generell telefonieren. Gerade jetzt ist es wichtig, dass man nicht nur schreibt, sondern auch telefoniert, soweit es möglich ist, mit Menschen kommuniziert. Nächster Punkt haben wir den Wellness-Tag. Ein Wellness-Tag, zum Beispiel schön baden gehen. Es gibt ja zum Beispiel so Massageroller, sich Gutes tun. Ja, eine Maske, gerade für die Mädels. Viele schminken sich ja total gerne. Oder ausmisten, sich anschauen, passt mein Style noch zu mir? Vielleicht damit sich beschäftigen. Da gibt es so vieles. Man kann Yoga machen, gehört auch zum Wellness dazu, nicht nur zum Sport. Ja, ansonsten kann man auf der wenn man eine Terrasse hat oder einen Balkon, sich da eine Urlaubsoase machen. Wenn man keine hat, irgendwie sich einen Raum aussuchen und es da schön machen. Schön dekorieren. Man kann umdekorieren. Jetzt ist die Zeit vielleicht dafür. Wenn man Baustellen zu Hause hat, die kann man ja jetzt reparieren. Oder streichen, tapezieren, neuen Anstrich. Ist immer schön, sich so eine Wohlfühloase kreieren. Ja. Dann kann man zum Beispiel neue Rezepte ausprobieren, kochen, backen, neue Backrezepte oder Cocktails mischen lernen. Und dann kann man zu Hause Party machen. Auch alleine kann man Party machen oder zu zweit. Mhm, das hab ich's nachgehen. Ja, als nächsten Punkt haben wir Handarbeit. Zum Beispiel kann man nähen oder Dinge reparieren und nähen. Man kann nähen lernen mit der Nähmaschine und neue Dinge designern, mal selbst designern, sich ausprobieren, malen, zeichnen, stricken, häkeln, ne? Einfach, wer es noch nicht kann, lernen oder neue Dinge ausprobieren. Dann kann man aber auch lesen. Egal, ob es Lernstoff ist, gerade wenn man in die Schule geht oder einfach auch so. Man kann ja auch in der Freizeit lernen. Man kann schöne Geschichten lesen und das empfinde ich auch manchmal viel cooler, als sich einfach nur Filme anzuschauen, weil man liest eine Geschichte, die zwar jemand anders geschrieben hat, aber du hast deine eigene Fantasie. Das heißt, es gibt so viele verschiedene Varianten, wie es dann aussehen kann und damit wird die Fantasie gestärkt. Kannst lernen, eine neue Sprache lernen, irgendwas Neues lernen, darüber lesen. Oder man kann auch selber künstlerisch aktiv werden und selber schreiben. Egal, ob es Tagebuch schreiben ist oder auch selber anfangen, mal Bücher zu schreiben, wenn man ein Mensch ist, der ganz, ganz viele Geschichten im Kopf hat. Oder mal schauen, ob man vielleicht ein Gedicht schreibt, Lieder schreiben. Ja, da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, zum Beispiel ein Instrument lernen, wenn man noch keins kann. Oder wenn man schon ein Instrument spielen kann, dann kann man zum Beispiel das entweder üben und schauen, dass man sich dann noch verbessert. Ich glaube, man kann sich immer verbessern, gefühlt, gerade in künstlerischen Bereichen. A never ending story. Oder einfach mal schauen, ob man vielleicht ein neues Instrument lernen möchte. Oder sich darüber Gedanken machen, wenn man noch gar keins kann. Was könnte mir denn gefallen? Sich ausprobieren. Oder wenn man schon sagt, boah,
Einfach nur blind irgendwas spielen ist langweilig. Selber komponieren ist doch auch cool. Genau, das ist auch schon der nächste Punkt. Sei einfach kreativ. Egal, ob es was mit Schauspiel zu tun hat, mit Tanzen, mit Komponieren, mit Liederschreiben, egal, schreiben. Sich eine kleine Staffelei irgendwie zu Hause aneignen und ganz viel zeichnen. Musik machen, was auch immer. Tu es einfach. Singen kann man natürlich auch. Machen gerade auch sehr, sehr viele. Ansonsten kann man ja auch gerne, wie nennt sich das? Ja, ansonsten kann man sich auch gerne mit dem Lebenssinn auseinandersetzen. Wo stehe ich gerade? Was möchte ich? Sich mit seinem Ziel auseinandersetzen. Schauen, gefällt mir mein Leben so, wie es ist oder nicht. Sich mit der Religion beschäftigen, mit der Philosophie, buddhistische Themen oder mit dem Buddhismus allgemein. Mit dem Karma, mit den Seelenplänen und so weiter und so fort. Vielleicht schauen auch von der psychologischen Seite, was möchte ich noch lernen, was kann ich schon, was läuft gut, was läuft nicht so gut, generell sich mit Gefühlen auseinandersetzen. Gerade jetzt ist die Zeit dafür, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, wofür man im Alltagsleben kaum Zeit findet. Ja, und schauen, woran möchte man arbeiten, zum Beispiel. Ja, bei Online-Seminaren habe ich noch vergessen, zum Beispiel Akrobatik lernen oder sowas. Oder Hörbücher hören, geht ja auch. Wer sowas gerne hört, auch schön. Vor allem hilft es, glaube ich, auch ein bisschen gegen Einsamkeitsgefühle, wenn man so eine Beschallung hat, jemanden zuhören kann zu Hause. Beschallung ist blöd ausgesprochen, aber jemanden zuhören kann zu Hause, ist doch auch schön, gerade für die, die alleine in Quarantäne sein müssen. Ja, genau, setze dich mit dir selbst auseinander, habe ich schon. Ich habe hier so einen kleinen Merkzettel gemacht, so was mir alles eingefallen ist auf Anhieb. Ja, ansonsten, es habe ich schon halb gesagt, meditieren, beten, Rituale pflegen, schauen, habe ich Rituale in meinem Leben oder möchte ich vielleicht welche haben oder geht es mir so gut, wie es ist? Sich damit beschäftigen, generell sich so, ne, mit sich selber beschäftigen. Sich über Gott und die Welt beschäftigen. Da gibt es so vieles zu tun. Oder Karten legen lernen. Ist doch auch mal interessant. Egal, ob man daran glaubt oder nicht daran glaubt. Man hat eine Beschäftigung. Oder sich vielleicht einfach mal mit Astrologie oder sowas beschäftigen. Schauen, stimmt das so, stimmt das nicht? Das sind ja auch so Fragen. Woran glaubt man nicht? Und so, ne? Ja, ich glaube, ich habe sonst alles auf der Liste erst einmal. Okay, ansonsten war es das jetzt erstmal. Es waren jetzt so meine ersten Dinge, die mir eingefallen sind, die ich aufgeschrieben habe. Sollten noch Fragen sein zu irgendwelchen Punkten, die ich genannt habe? Oder fällt noch irgendjemandem was ein, was man noch machen kann? Ihr könnt es gerne in die Kommentare unten schreiben. Wenn ihr sagt, da ist noch etwas unstimmig oder habt irgendwie noch Fragen, dann mache ich aus gegebenem Anlass vielleicht noch ein neues Video. Ja, wie ihr mögt, schreibt es in die Kommentare. Was denkt ihr dazu? Sind die Tipps hilfreich? Braucht ihr irgendwie noch mehr Tipps? Reicht das nicht? Dann überlege ich mir noch was und ja, schaue ich mal. Da ich persönlich mit meinen künstlerischen Projekten schon so ausgelastet bin, weil ich bin einfach ein Typ, ich habe immer Ideen. Zum Beispiel jetzt auch Videos drehen und jetzt mal üben, rauszugehen und mich nicht immer so zu verstecken. Das ist zum Beispiel etwas, woran ich zum Beispiel unter anderem arbeite. Ich habe so eine Liste. So, ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, was ihr denkt. Wenn ihr noch eine Ideen habt, her damit. Wir können nur alle davon profitieren, falls jemand das Video sieht. Und ich hoffe, ich konnte irgendjemanden wenigstens damit helfen. Auch wenn nur eine Person das Video gesehen hat, dann yay! Cool, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin und wir sehen uns.